vorne, schau. Ja. Ja, links. Hilfe! Mit der Todfer. Ganz genau, jetzt holen wir uns, jetzt wird am Futter gebaut. Du glaubst, es ist schon weg. Koffer in Triage zählt da. So was mir auch schon da. Ja, auf dem Tisch ein. Wien noch, der Nummer 7, gell, dass wir wenigstens eine Reihenfolge haben. 7, Sie heißen Salami. Ja, ich habe ihn ja triagiert. Okay, genau. Ihr wollt weiter abtransportieren. Ja, ein bisschen herkommen. So, gut.
Ja. Okay, ich. Okay. Zugang wird dann drüber gesetzt, kriegen Sie ein Schmerzmittel. Du musst ganz klo unten, wo es weggeht. Das Zell muss passen. Ja. Die Trauma aber wach ist und die anderen sind, haben alles respiratorische Symptome mit der Sättigung. Die Aufgaben von Leitern und Notarzt sind da natürlich auch speziell auserkennen, dass man wirklich die sanitäre Seite zu leiten und zu führen hat, in Einsatz von vorne bis hinten durchzudenken im Vorfeld, das nachher umzusetzen und im Team abzuarbeiten. Und das ist natürlich da auch ganz gut auserkennen. Wir haben da natürlich eine Sondersituation gehabt, dass wir eine Gefahrenzone gehabt haben, wo das Sanitätsteam, will ich jetzt mal so sagen, nicht direkt eingekannt, sondern einfach die Patienten von dort evakuiert worden sein über speziell ausgerüstete Kräfte und danach eben nachher in der Schleife über Patientenablage, über Triage und Behandlungsplatz abtransportiert worden sein. Ja, bereits vor über 12 Jahren hat eben die Landesregierung entschieden, dass eben ein MANF-Konzept in Südtirol aufgebaut werden muss. Und wir haben eben in Auftrag gekriegt, diesen Container anzuschaffen und den Südtiroler Rettungsdienst zur Verfügung zu stellen. Also meine Aufgabe war, einmal einen Überblick zu schaffen über die ganze Situation und danach die Einsatzkräfte, die was vorzukommen sind, einzuteilen und jedem eine Aufgabe zu geben. Wir sind die ersten Einsatzkräfte gewesen, die was da vor Ort gewesen sind. Wir haben jetzt einen Überblick geschaffen. Da haben wir gleich mal gesehen, dass da ein größeres Geschehen gewesen ist, im Wellnessbereich unten. Und mit wahrscheinlich schätzungsweise 20 Patienten hat die Feuerwehr umgenommen. Und der Verkehrsunfall hat sich auch ereignet gehabt, mit Gasaustritt. Und dann haben wir eigentlich gleich mal gesehen, dass wir da nichts zu suchen haben, dass das die Feuerwehr tun muss. Und wir haben derweil heraus als vorbereitet, dass wir am Lage können übernehmen als und die Patienten entgegennehmen. Der Südtiroler Zivilschutz könnte nicht funktionieren ohne das Ehrenamt. Da müsste natürlich total anders organisiert werden. Wir müssten, so wie es in anderen Teilen Italiens der Fall ist, hauptberufliche Anstellen, die eben da sind und den Zivilschutz übernehmen würden. Aber das könnte nie so klappen und wäre für uns jedenfalls auch nicht finanzierbar.